Viertelmeter-Hürdenmänner. Jahrelang wurden sie an den großen Namen und Vorbildern gemessen. Harald Schmid zum Beispiel. Seit 3 Jahren ist eine Renaissance spürbar. Da tut sich was. Es gibt gleich ein halbes Dutzend talentierter Bewerber. Wobei einer gar nicht hier ist, war Königsmark, der sich schon für die U23-Europameisterschaft nächste Woche. Das ist der Titelverteidiger gewesen, Jörg Fleischhauer. Und das ist der Mann, den es zu schlagen gibt. Das ist Silvio Schürmeister. Bei den Team-Europameisterschaften die Norm gelaufen, persönliche Bestleistung sogar und damit ärgster Herausforderer von Georg Fleischhauer, der in dieser Saison nicht so richtig in Schwung kommt. Rätselhaft hat sich nach seinem Rennen in Regensburg noch mal rausgenommen der Mann, der schon 48er Zeiten gelaufen ist, Tobias Giel, auf der Bahn 5. Vorlaufschnellster hier mit 50-60 Saison. Bestleistung sollte eigentlich bei den U23 dabei sein, hat es aber nicht geschafft. Christian Heimann, der hat sich hier verbessert auf persönliche Bestleistung. 50,89 Sekunden im Vorlauf und hat gut lachen, wenn er jetzt noch einen drauflegt. Und Quentin Seigl ist auch ein guter Mann. 50,28 schon. Er ist auf dem Sprung auf eine Zeit von unter 49 Sekunden. Aber er ist der Mann, der so stark war bei der Team-Europameisterschaft, als er sogar den Weltmeister schlug, den Briten Di Green. Und mit 49,15 Sekunden eine neue persönliche Bestleistung aufstellte und auch die Norm des DLV verbesserte oder unterbot, genauer gesagt. Fertig. Georg Fleischhauer läuft vor ihm. Er ist ein Langsamstarter, einer, der auf den letzten 200 Metern erst kommt. Silvio Schürmeister ist da schon gleich auf den ersten 3 Schritten richtig rangelaufen. Geht jetzt schon vorbei an Georg Fleischhauer. Geht das Rennen also genauso zügig, genauso dynamisch an wie beim Lauf in Gateshead. Sehr, sehr sicher in der Technik. Außen ist noch Tobias Giel. Sehr, sehr stark. Georg Fleischhauer im roten Trikot. Jetzt müsste er kommen. Jetzt kommt seine starke Phase. Normalerweise Schirmmeister ist weg. Der ist nicht zu halten. Der zeigt sich auch hier in einer Topform. Aber dahinter Tobias Giel. Sehr, sehr stark auf der Bahn 5. Außen noch Quentin Seigl. Vorne gewinnt. Locker und leicht Silvio Schirmmeister in einer Topzeit. 49,25 Sekunden. Wieder eine klasse Zeit für Silvio Schürmeister, den Mann im Trikot von Chemnitz. Er hat hier die Konkurrenz sicher, aber ganz sicher im Griff gehabt. Und für Georg Fleischhauer ist es wieder ein großes Rätsel. Wir sehen ihn hier. Er kommt nicht in Schwung. Der Mann, der vor 2 Jahren brillierte, als er das Halbfinale der Weltmeisterschaften in Daegu erreichte, als er zum ersten Mal wieder nach ganz langer Zeit eine 48er Zeit laufen konnte. Silvio Schürmeister ist der überragende Mann. U20 Europameister 2007 geworden. 24 Jahre, ein junger Mann noch. Georg Fleischhauer, er weiß es nicht, woran es liegt. Sein Formtief ist unerklärlich. 2 Saisonbestleistungen für den zweiten, für Tobias Giel. Und für Quentin Seigl, der überragende Mann aber ist Silvio Schürmeister mit 49,24 Sekunden.